Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf dem Marsch. Ich habe den Fehler gefunden, wo die Aufnahme geblieben ist. Hat er den verkehrten Ordner geöffnet? Naja. Das geht auch. Natürlich blöd von mir, persönlich. Aber gut. Ich habe mal ein bisschen gesucht. Ja, meine Lenkung wieder die Kraft drauf, weil ich gut habe. Ich will mal schauen, dass ich das gleich hinkriege. So. Das heißt, mal schauen, mal, dass wir was verkaufen können. Am besten was schön viel Geld bringt. Dass wir noch ein bisschen Geld bekommen, um Feld 3 zu kaufen. Aber wir müssen dann auch noch ein Gerät kaufen zum Mähen. Jetzt fahren wir einfach rüber, dass eine Lenkung ist und total. Bin ja gespannt, was wir mal hinkriegen. Die Tastatur bin ich gar nicht gewohnt. Muss man kurz schauen, wo die ersten Preise gibt, weil ich noch Lager habe. Und in der Zeit, wo er dann auflädt. So. Schauen wir mal ganz kurz. So, was haben wir überhaupt noch Lager? Ein Restraps. Futter, Silage, Stroh. Ich sag mal, ich habe nichts. Auch gut Deutsch. Mischgetreide habe ich noch ein bisschen. Also ich habe nichts. Das ist schlecht. Ist das schon mal ausgefallen, ne? Aber die Lenkung machen wir trotzdem noch fertig. Weil eine Lenkung irgendwie überhaupt nicht ganz weit davon. Das ist doch cool. Ich das Spiel ein bisschen träge derzeit, mir geht nichts. Er hängt sich aus, sozusagen. Das wird noch nicht funktionieren, meiner Vermutung her. So, dann guck mal. Kleine Reaktion, nochmal neu. Bitte schon entschuldigen. Und dessen auch kurz überlegen, was wir jetzt machen. So, genau, was machen wir jetzt? Bescheidene Frage. Und die Steuerung geht ja auch nicht in den Augenblick. Wir brauchen mehrere Sekunden zum Neuladen, denke ich mal. Sobald ich mich bewegen kann, dass die Sicht ändern kann. Und Lenkung, gut, die Lenkung geht. So, jetzt heißt es planen. Also wir kaufen mal Mähwerk. Seetechnik, nee, Mähwerk. Da haben wir es doch. Also gibt es ein Original. Das ist aber das kleine Gerät. Das ist Standardgerät. 8 Meter. Dann gibt es Gerät, was schon ein bisschen mehr hat, also warten kann. Und das neue Gerät, das macht 10 Meter. Das ist von World Contest. Das kaufen wir jetzt einfach mal. Entschuldigung. Cut. Hier eins, die beiden gehören alle zusammen. Hat er nur hier Heck gemacht? Könnte sein. Wäre natürlich
Blöd, dann muss ich noch zunehmen. Obwohl das vorne nicht egal ist. Gehen wir mal einen Traktor holen. Den großen können wir gleich mal nehmen zum Aussaat für unsere Hofgeschichte hier. Ist jemand fertig? Kurz mal kontrollieren, wo noch mal was düngen könnten. 13 muss vorbereitet werden. Das heißt, da müssen wir mal hinfahren. So, Düngerfrei wollen wir vorher aufhören. Ist ja eh klar, ne? Ja, die Zeit ist gelaufen. Meistens vergessen die Zeit. Zeit drücken, dass ich genau ungefähr die Folgenlänge einhalte und nicht zu stark überziehe. Die Ideallänge ist 15 Minuten, aber sind eher doch meistens 20. Ist ja okay, wollen ja auch vorwärts kommen. Deutlich mehr wie 20 Minuten ist nicht gerade zielreich. So. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Kühe jetzt diesen Mod habe oder auf dem Standard. Das weiß ich nicht genau. Holsteinkuh. Milch habe ich jetzt gerade kaum, nicht der Rede wert. Mist. Lohnt sich alles nicht groß zu wegzufahren. Also müsste deutlich mehr höher. So, halt auf die nächste Wiese auf. Könnte ich rein theoretisch auf Stufe 5 gehen. Das darf nun wachsen, Anführungszeichen. Kürzen mal ab. So, wie gesagt, hier muss noch ein bisschen erst wachsen. So, das heißt LKW. Ich habe nichts im Lager, das ärgert mich. Den genauen Siedel drin. Oder dann nehme ich mit dem Dings. Mit Fendt, das ist okay. Muss ich nur entsprechend hier die Bereifung ändern. Achso, ja genau, umrüsten geht noch. So, wir wollen Standard, Radgewichte, Breitreifen. Standard reicht. Ohne das
Das machen wir sofort. Und machen wir sofort, dass wir unsere nächste Grasfläche angesiedelt kriegen. Wir könnten noch Heu machen. Aber wir haben noch recht viel davon. So, den werden wir auffüllen. Ist ja repariert. Dünger rein, Backgut rein. Weil Gras ja eigentlich kein Problem, ne? Da kann man normalerweise so streuen. Ne? So, ein bisschen Sackgut. Was wir alles nun haben wollen hier. Fangen wir da oben an. Gehen wir die Straße rechts herum. An den Kühen vorbei. Machen wir ganz kurz ein Vorgewende. Ja, lassen wir normal einen Helfer fahren. Nochmal mit dem Gras. Wie gesagt, Gras sollte eigentlich erhalten bleiben. Es wird zwar auf Null zurückgesetzt, muss neu wachsen, aber wir können das mal starten. Wir können das mal mit dem Wachstum abwarten und dann knallen wir entsprechende Früchte hinterher, die später ausgesät werden. Zum Beispiel Mais oder Sonnenblumen oder Soja. Wir müssen mal bei Mais und Sonnenblumen zwar wieder pflügen. Das machen wir im Herbst sowieso. Da haben wir eine Zeit dafür und dann tragen wir das noch rein. Dann können wir noch im Herbst wieder entsprechend Getreide aussehen. Raps, Weizen, Gerste, Hafer glaube ich eher im Frühling. Dann packen wir neu. Machen wir Spinterrechner. Da kann man nichts zu sagen. So, schon ein bisschen was geschafft. Fahren wir noch eine Runde. Hier ein bisschen Texturarbeit machen noch bei Gelegenheit. Hier übrigens auch. Geht Licht wieder an. Das ist aber ein Scheiß. Ja. Wenn ich eine Glühbirne kaufe, sind es ein paar Cent, die ich ausgebe. Von der LED-Lampe kostet schon ein kleines Vermögen. Über eine Glühbirne. Eins ist der Vorteil, dass wenn es so warm ist, dass die Birnen nicht heizen. Ne?
So, das hätten wir jetzt auch schon, das Vorgewende. Machen wir gleich schnell nach vorne, machen da auch noch eine Vorgewende um die Ecke. Und dann geht das los. Gucken uns die Seemaschine. Quatsch. Geh weg. Lohnzahlung. Wer hat hier das Lohnzahlung gekriegt? Jetzt zahlt er mir selber. Das ist nicht schlecht. Kann ich gebrauchen. Ich hatte auch ein Auto in der Stadt gehabt. Immer zum Heulen. Wir wollen mit Geld haben. Neue Bremsschläuche. Es war noch, ach, Radlager vorne und links. Naja, gut, wird hier all nichts. Ich fahre ja nun ein paar Tage nach Hause und dann fahre ich über 1000, fast 1000 Kilometer, nicht über 1000, fast 1000 Kilometer. Und da ist es schon sinnvoll, wenn das Auto im Schuss ist. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist unterwegs eine Panne habe, dann wird es noch teurer. Oder wenn ein Bremsschlauch platzen würde. Das wäre ja richtig schlimm. Dann hast du voll die Arschkarte. In Anführungszeichen. Und das am Wochenende, am Sonntag. Und dann zahlt es erstmal. Deswegen ist es besser, dass es fertig und dann ist gut. So, jetzt beginnen wir an der Ecke und machen immer Helfer ein. Dann können wir den Kaltschein noch zurückholen und vor allen Dingen, was wir jetzt machen müssen, erstmal das Grasmähen vorbereiten. So. So, Mathemat. Kriegen wir noch Pump? Kriegen wir noch Kredit? Was meint ihr? Wir kriegen noch was. Wir haben noch ein bisschen Puffer. So. Denn das Feld, das wollte ich haben. Ich habe nicht genug Geld. Schick, schick. Dann können wir gleich anfangen mit Mähen. Wenn wir die normal laufen lassen, über Nacht geht es auch schnell, beziehungsweise schlafen, dann kriegen wir ein bisschen was. Wir haben zwei BGHs, voll Betrieb. Weil ich zwar nicht genau die anderen auch entsprechend noch voll ist, denken wir schon. Wo ist jetzt das? Ich habe doch was gekauft. Oh, habe ich noch eingekauft? Ah, nee. Alles haben wir alles grüßen. Doch gekauft und die sind blöd. Ja, Musiker. Gewicht kann ich nicht brauchen, das kann ich gleich verkaufen. Gewicht brauche ich nicht. Verkaufe gleich so. Aber dauert nicht so lange. So, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.